Ja, grüßt euch miteinander und herzlich willkommen zurück zu Next Car Game. Wie versprochen, noch eine Folge, die ich gleich dranhänge zur letzten Aufnahmesession, denn wir wollen noch ein Ründchen Dingensen spielen. Wisst ihr Bescheid, ne? Dingensen. Seit ich das Wort Dingensen kenne, kann ich alles beschreiben. Destruktionsderby wollten wir ja noch machen. Mensch. Mein Mikro ist... Ihr werdet vielleicht einen Unterschied merken, meine Stimme ist wieder etwas heller. Ich kann nämlich hier am Mikro was umstellen, dass die hohen Frequenzen ein bisschen rausgefiltert werden. Das hatte ich noch an beim letzten Video. Da klingt meine Stimme so richtig tief, als wäre ich so ein richtiger Radiosprecher. Und jetzt müsste sie wieder ein bisschen heller klingen eigentlich. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, würde mich mal interessieren, was findet ihr da besser? Also mir gefällt beides. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Bei der gefilterten, da klingt man halt ein bisschen so, ja, dumpfer. Und mit der hier ein bisschen natürlicher. Ach, whatever, was laber ich eigentlich? Wir wollen doch hier Autos schrotten. Aber schreibt es mal in die Kommentare, was gefällt euch besser? Das vorherige Video von der Stimme her oder dieses? Schreibt es in die Kommentare, um meinen Landesgenossen Phil von Waititi zu zitieren. Ja, ihr merkt schon, das Beste kommt aus Bayern. Wir haben das beste Bier, wir haben das beste Essen. Ah, bei uns ist einfach alles am besten. Kommt nach Bayern. Bin immer noch dafür, dass Bayern eigener Staat wird. So, aber jetzt wird gecrashed. Bam! Und wir haben auch die besten Autos mit dem BMW. Bavaria, upsala. Ah, da oben ist jetzt so eine Abgrenzung. Die ist neu. So, und jetzt wollen wir mal testen, ob die Autos immer noch so dermaßen kaputt gehen, wie sie das früher immer gemacht haben. Wenn ich denn ein Auto treffen würde, aber stattdessen fliege ich irgendwo in der Luft rum, springe über die Autos drüber und treffe gar nichts. Den hier aber jetzt, jawollchen. Wo ist denn hier die Handbremse? Ah, hier der Knopf. Ist ungewohnt mit Gamepad. Immer nur mit Tastatur gespielt. Bam! Und hier gibt's noch einen Crash. Den hier. Nein! Da war ein Hügel. Boah, da liegen schon ein paar rum. Also hier ruckelt es auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Sieht so aus, als würden die Autos immer noch so richtig super krass kaputt gehen. Ich treff nix. Ah, rückwärts fahren. Gute Idee. Mal das Auto hinten besser kaputt machen. Alter, da kriegst du ja einen Hörschaden mit dem Auto. Die Nähmaschine. Der Nadel. So. Ja, die sind kaputt. Oh, guckt euch den Drift an. Yeah. Kaputt. So, los. Ich muss jetzt einen treffen. Alter! Ich treffe gar nichts. Ist ja wie bei Ego-Shootern hier. Bam! Oh. Ist das mein Auspuff? Ich hoffe doch mal nicht. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen rückwärts fahren, weil vorne sind wir schon ziemlich lädiert. Wir sind zwar noch nicht schwarz, also noch nicht critical, aber wir sind schon rot. Takedown! Ich habe ihn zwar nur wie eine Feder berührt, aber... Hey, Takedown! Irgendwie... Das ist merkwürdig. Immer wenn ich aufnehme, passiert nichts Spektakuläres. Gar nichts. Wenn ich nicht aufnehme, dann... Vorführeffekt. Ihr kennt das nicht auch, wenn ihr zum Beispiel... Ich wollte mal ein Battlefield-Video machen oder... ne? Du nimmst auf, es passiert gar nichts. Du... Lol. Naja, immerhin zweiter. Wir nehmen mal jetzt ein anderes Auto, weil mit dem hier kriege ich, glaube ich, einen Gehörsturz mit der Zeit. Genau. Nimmst Battlefield auf, passiert überhaupt nichts Aufregendes, machst die Aufnahme aus. Bam! Fliegt dir ein Chat um die Ohren. Bam! Explodiert vor dir alles. Naja. So, wir nehmen nochmal das neue Auto. Was nehmen wir denn? Oh, guck hier. Police Car. So, wir machen hier mal, wir legen den mal tiefer. Und bei Tires machen wir die Tarmac drauf.
Und dann passt das schon. Go Race, Derby. Da können wir jetzt mal 23 machen. Ich glaube, das sollte noch klappen, da die Strecke ja nicht so super krass groß ist. Super krass groß. SKG, super krass groß. Entschuldigung. So, also da war der Bildschirm wieder. Was ist das für ein Bildschirm? Ja, das ist ein Sound. Ah, herrlich. Bam! Bam! Ah, kann es sein? Oder täuscht das jetzt? Warum ich den rumgedreht hat? Alter! Alter! Bam! Verflucht! Aber den habe ich gut erwischt, den Kleinen. Der ist gut geflogen. Hast du leider nicht gesehen. Oh, bitte lass demnächst die Wiederholungen reinkommen. Bitte. Ich sollte vielleicht aufhören, ständig in die Wand zu fahren. So, mal ein bisschen rückwärts. Schabau! Komm her, komm her, komm her. Kritischer Damage? Wieso? Ich fahr doch rückwärts, Mann. Ach komm schon. Wieso kriege ich vorne Schaden, wenn ich rückwärts fahre? Lass mich jetzt vollkommen verarschen, lol, wie der halt. Ich beiß gerade ins Mikro hier. Okay, wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal neu. Oh, falsche Taste. Na gut, dann nehmen wir ein anderes Auto. Hier dieses. Lass mich hier mal die Engine erhöhen und die Suspension ein bisschen runterdrehen und die Brackes lassen wir mal so und die Tires machen wir Racing Tarmac und dann gucken wir mal wegen dem Paint Shop, ob es hier diesen gelb-schwarz gestreiften, aber den gibt's halt nicht. Aber den hier gibt's. Ich möchte das hier, das blaue mit wir nehmen mal den, der sieht gut aus. So, weg damit. Go Race 23. Start Race. So. Lalalala. So. Ladies and Gentlemen. Let's get ready to rumble. Ich könnte die Soundeffekte providen für das Spiel. Ich synchronisiere mal ein Rennspiel. Oh mein Gott. Wie er geflogen ist. Bam, bam. Wieso macht es eigentlich so viel Spaß, Dinge kaputt zu machen? Am PC. Vielleicht, weil wir das im echten Leben nicht dürfen. Man sollte dazu mal eine wissenschaftliche Untersuchung durchführen. Professor Dr. Pritt. Ich glaube, mein Auto ist minimal kaputt. Es ist minimal voll im Arsch. Oh, mir fehlt ein Reifen vorne. The fuck? Die Vorderseite hat nun etwas mehr Raum. Scheiß auf den Beifahrer. Hauptsache, der Fahrer hat genug Platz. Ich komme nicht mehr raus. Oh, diese Crash-Effekte sind so. Oh, die gehen einem so auf den Sack. Ah ja, gekonnt, ne? Habt ihr. Ah, hast du gesehen hier, ne? Gekonnt hier, ne? Weißt du? Critical Damage. Ich weiß übrigens, wieso ich glaube ich gestorben bin vorhin. Weil der Motor jetzt auch Schaden kriegt. Der kriegt ja immer ein bisschen Schaden wahrscheinlich. Oder vielleicht ist das halt auch so der Gesamtstatus dieser Motor. Seht ihr den links unten? Was ist das? Takedown ist das, Freundchen. Ich bin ziemlich kaputt. Vorsicht, gut. Kann ich mal aus dem Gröbsten raus. Es gibt noch 6
Der Motor, oder? Buckbeer Entertainment! Verfluchte Scheiße! Haha, ich lebe noch. Verfluchte Scheiße. Schön. Schön. Muss man jetzt schon mal sagen. Also, das ist schön. Ja, Destruction Derby. Ah, wenn ich da zurückdenke, so 10 Jahre, das erste Destruction Derby. Ah, das ist schon mehr wie 10 Jahre, oder? Wann ist denn das rausgekommen? Ach, das ist ja schon ewig her. Mensch, da war ich ja noch jung. Ah. So, ich würde sagen, um euch zu zeigen, dass das wirklich so ist, dass ich mit diesem Auto besser fahren kann, mit dem neuen Update, machen wir nochmal eine Gravelstrecke. Das setzen wir hier mal auf Rally und die Tires ändern wir auf, auch auf Gravel. Gravel 525. Ja. Das allererste Destruction Derby. Dann kam Destruction Derby 2, das war noch übelst viel geiler. Dann kam lange Zeit nichts. Dazwischen war mal dieses Demolition Racing oder wie das hieß. Das war auch nicht schlecht. Das hatte auch eine schöne Zerstörungsphysik. Dann kam Destruction Derby Raw. Das war auch übelst hammergeil. Und dann kam lange Zeit gar nichts. So von diesen Crash-Spielen her meine ich jetzt. Ach, wieso sind wir Erster? Ja, lass mal ein paar mal beilassen. So, sonst macht das ja keinen Spaß, ne? Oh, verdammt. Wie der Flug. Dann kam lange Zeit nichts und dann kam irgendwann mal Flatout daher. Und hat mich von Anfang an begeistert. Flatout, das war cool. Boah, krass. Hab das gesehen, wie der abgehoben ist. Aber echt, Leute. Buckbeer Entertainment Menschen, macht diese Crash. Boah, Alter. What the fuck? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Bin ich gerade an so einem gelben Ding hängen geblieben, oder wie? So einem Poller? Echt jetzt? Oder war da irgendwas im Boden? Naja, dann kam Flatout. Dann kam Flatout 2, dann kam Flatout 3. Dann kam etwas, das sich Flatout nannte, aber gar keins war. Und dann kam The Next Car Game. Und zwischendrin kam noch dieses, das habe ich letztens auch gekauft, auch Alpha. Ich habe den Namen vergessen. Scheiße. NG Beam oder so, irgendwie. Auch nicht schlecht. Meiner Meinung nach ein bisschen zu simulationslastig, also. Ja, aber könnt ihr auch mal angucken. NG Beam, glaube ich, heißt. Ich müsste nachgucken am Desktop. Aber ich glaube schon NG Beam. NG Car Game, irgendwie sowas. Irgendwas mit NG. Das hat auch eine sehr schöne Zerstörungsding. So mit Soft Meshes und sowas. So glaube ich heißen die Dinger. Also sehr realistisch. Aber halt eben das Fahrverhalten viel zu krass. So. Jetzt passiert eh wieder nichts mehr. Jetzt kann ich euch wieder eine halbe Stunde lang was erzählen, bis das Rennen vorbei ist. Aber jetzt sind wir hier irgendwo in der Mitte. Ich hätte am Anfang Gas geben sollen. Aber dann bin ich die ganze Zeit Erster und dann ist es auch langweilig. Ah, echt doof, echt doof. Ich sollte nach vorne gucken, wenn ich hier... Oh, verflucht. Aber dieses Auto ist echt mit das Geilste, finde ich. Also vom Design her. Nee, echt jetzt. Jetzt hänge ich hier. Ich muss R drücken. R. Drücken, nicht drücken. Drücken ist bayerisch, drücken ist hochdeutsch. Ah nee, jetzt komm mir doch auf. Okay, wir machen jetzt einfach mal Scheiße. Das ist das Langweilige. Wir fahren jetzt mal hier rüber. Querfeld ein und springe erstmal hier über diese Sprungschanze. Okay, das hat wunderbar funktioniert, wie wir über diese Sprungschanze gesprungen sind. Dieser Sprung war weltrekordverdächtig. So, wir machen jetzt erstmal lustige Selbstmordfahrten. Von dem ist halt die Fehlzündung, der Sound ist halt echt geil zwischen den Gängen. Das könnte super krass werden. Alter! Alter! Das war... Oh, Glück. Muss ich das wieder Schwung aufnehmen. Das hätte jetzt geil werden können. Ich hätte einen Ticken weiter nach rechts fahren müssen. Entschuldigung. Na, ich muss hier durch. Lass mich mal durch. Ich bin Arzt. Ich bin ADAC. Ich bin ein gelber Engel. Aus aktuellen Anlässen könnt ihr mich gerne crashen. Irgendwie fährt sich das Auto rückwärts rum anders als vorwärts rum. Bam! Oh, ich habe nicht nach hinten geguckt. Den hier.
Null. Nicht ausweichen, Leute. Ich habe gerade keinen Reifen verloren. Aber ich glaube, ich bin kurz davor, einen Reifen zu verlieren. Nee, hier nicht 180 Grad. Oh, dieser Sound. Ja, der flog gut. Der flog. Boah, jetzt machen wir hier mal was. Ah! Was krasses. Wir stellen uns hier genau auf die Sprungschanze rauf. Jetzt warten wir, bis der. Ja, das, die Kamerasteuerung ist ein bisschen. Ah! Muss hier hindrücken. Dann muss ich. Ja, okay. Jetzt komm! mein Motor ist schon schwarz. Und irgendwie geht auch gar nichts mehr gerade. Ah, ich habe Reifen verloren. Ach, guck an. Ja, so ein dreirädriges Auto, das lässt sich ein bisschen. Hallo? Ich kann nicht mehr lenken. Irgendwie. Wisst ihr was? Nee, warte mal, hier Start. Quitrace. Jetzt machen wir nochmal ein Tarmac-Rennen. Und dann ist ja die Zeit schon wieder um. Dann ist ja die Zeit. Die fliegt ja, die Zeit. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr so seid, aber je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Das ist echt merkwürdig. Tatsächlich ist das so. Auch wenn ihr das jetzt wirklich nicht glauben könnt, aber es ist tatsächlich so. Also je älter man wird, die Zeit. Du guckst, du fängst zum Beispiel, du fängst zum Beispiel an, ich habe gerade den Faden verloren. Das hat nicht tausend Sachen gehalten, ich meine. Du fängst zum Beispiel an, um 10 Uhr zu spielen oder um 8 Uhr. Denkst dir so, ein, zwei Stunden. Und, weißt du, die Zeit vergeht dann so rasend schnell. Dann sind zwei, drei Stunden dann irgendwann 3 Uhr morgens. Ja, das ist echt gefährlich. Passt, hütet euch vor der Zeit, wenn ihr älter werdet. Diesen weisen Rat möchte ich euch in diesem Let's Play mitgeben. Ja. Und, die Zeit. Das ist komisch. Wenn man noch so jung ist, dann kann die Zeit gar nicht schnell genug vergehen. Und ist man so alt, dann kann sie nicht langsam genug vergehen. Aber na gut. Back to game. So, mein Freundchen. Du bist jetzt erstmal... Das hat mir mehr geschadet als ihm. Das ist mal wieder typisch. Jetzt bin ich wieder hier irgendwo ganz hinten letzter. Und komme nie mehr an die ran. Wobei die sich ja jetzt gegenseitig noch ein bisschen wegcrashen, da könnte schon was gehen. Aber dieses Geruckle hier, Alter. Also es funktionieren alle Strecken bis auf diese hier, die ist einfach zu groß. Oder irgendwo ist hier etwas nicht so ganz optimiert. Weil das ist auch nur, wenn ich in ein paar in bestimmte Richtungen... Oh, habt ihr das gesehen? Der hat hier voll den Pfeiler zum Einschuss gebracht. Ah, verflucht. Ich war gerade so fasziniert vom einstürzenden Pfeiler. Oh, ich sehe nichts. Dass ich beinahe mein Auto in die Wand gefahren hätte. Komm, geh mal weg hier, Mensch. Hier immer diese Opas auf der Fahrbahn hier. Und ich hoffe auch, dass sie das wieder einbauen mit diesen Crash-Dummies. Mir ist egal, ob das echte Männchen sind oder Crash-Dummies. Aber auf jeden Fall, das müssen wir wieder einbauen, dass man die rausschießen kann aus dem Auto. Weil das hat immer Spaß gemacht, wenn man versucht hat, den anderen rauszuschießen. Aus dem Auto. Aber vermutlich werden sie das fast wieder einbauen, weil ich denke mal, die Minigames bauen sie auch wieder ein. Ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Freut sich. I'm devilish. Seht ihr, die linke hintere Tür, die bewegt sich, wenn sie offen ist. Die geht auf und zu. Die rechte Tür, wenn man offen ist, die geht nie wieder zu. Die bleibt immer offen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Feature. Aber das ist halt etwas, was mich stört. Einfach, weil das eben nicht realistisch ist. Physikalisch gesehen. Außer natürlich, diese Tür wurde nicht so gut geschmiert wie die linke Tür. Denn wenn etwas nicht gut geschmiert ist, dann funktioniert das nicht. Ich meine jetzt mechanische Sachen, nicht das, was ihr schon wieder denkt. Ihr ihr verschweinten Säue. Ihr versauten Schweine. So rum. Und hier irgendwo ist das die Strecke. Hier irgendwo, glaube ich, ist so ein Bug oder so ein Fehler. Wenn man drüber fährt über diese Curbs, dann fliegt das Auto. Oh, ihr wollt es gar nicht sehen. Also ich
weiß, ihr wollt es. Ja, hört auch auf mich zu bitten. Ja, okay, ich fahre beim nächsten Mal drüber. Natürlich klappt es jetzt wieder nicht mehr, weil es ist ja Vorführeffekt. Da klappt das nicht mehr. Aber bei den letzten Malen, als ich da drüber gefahren bin an einer bestimmten Stelle, bleibt das Auto plötzlich schlagartig hängen. Und dann gibt es die verrücktesten Sachen zu sehen. Dreifachsalto mit Pirouette und so. Ne? Gut. Ja, aber seht ihr hier, mit diesem großen, fetten Auto kommt man halt einfach nicht so anständig um die Kurve rum, wie dieser kleine Flitzer da vorne, wie einer ist. Dieser, der war der? Was ist denn? Aber nichtsdestotrotz kann man mittlerweile richtig geil driften mit den Teilen. Und vor allem mit dem Gamepad, also unbedingt Gamepad benutzen. Jetzt versuche ich das mal. Ja, jetzt, natürlich schaffe ich es nicht mehr, aber ich glaube, ich hatte... Ah! The fuck? Ich hatte dann auch ein anderes Auto. Vielleicht ist das zu hoch. Vielleicht kommst du nicht vorbei. Alter! You shall not pass! I said you shall not pass! Fucker! Shit. Ah, mein schöner sechster Platz oder was auch immer ich schon war. Geh mal weg jetzt, Mensch! Aus dem Weg! Ich muss doch hier ins Ziel kommen. So, rechte Tür, aufpassen. Ne? Seht ihr? Ja, die bewegt sich keinen Müh. Mir bewegt sich die keinen Müh. Die hängt da so, wie sie ist. Sollte man in die Werkstatt fahren und die Tür reparieren lassen. Das ganze Auto schrott. Herr Werkstattmeister, Sie müssen mal die rechte Türe schmieren. Die geht nicht mehr zu. Ah, bildlich. Sehr schön. Jedenfalls. Ich bin begeistert. Dieses Spiel, ich muss mich immer ein bisschen zurückhalten, nicht zu viel zu spielen, weil dann kommt irgendwann das volle Spiel raus und dann habe ich die Alpha und die Beta schon so viel gezockt, dass mir das komplette Spiel gar keinen Spaß mehr macht. Irgendwas habe ich hier auch da mal greifen. Dass mir das komplette Spiel dann gar keinen Spaß mehr macht, da muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten. Das hatte ich schon bei dem einen oder anderen MMO, dass ich die Beta gespielt habe und die habe ich dann so super krass gespielt, dass ich dann zum Release des Spiels gar keinen Bock mehr hatte. Deswegen habe ich mich auch bei Elder Scrolls Online bei der Beta, ich war dabei zweimal, I was there, auch zurückgehalten im Spiel. Also ich habe einen Charakter mit einer Klasse gespielt und nur eine Rasse, damit ich quasi nicht zu viel gespoilert werde. Wobei ich kurzfristig am Überlegen war, ob ich Elder Scrolls nicht tatsächlich auch boykottiere, weil was Bethesda da abgezogen hat in den letzten Wochen, das grenzt an eine Frechheit. Fangen wir bei der kleinen Sache an, der Beta-Test. Der zweite Beta-Test, man hatte beim ersten Beta-Test-Wochenende, wo ich dabei war, das war dieses erste massive quasi, wo ganz viele Einladungen verschickt wurden, hatte man schon teilweise lange Wartezeiten beim Login und so weiter. So, und jetzt laden sie beim zweiten Massive-Test noch mehr Leute ein. Und was passiert, wen überrascht es? Die Wartezeiten sind noch länger. Ich meine, wenn ich mehr Leute einlade und schon beim letzten Beta-Test die Serverkapazitäten ausgereizt waren, dann muss ich doch mehr Serverkapazitäten zur Verfügung stellen. Denn was hilft mir ein massiver Test, wenn die Leute sich nicht einloggen können? Das Allerfrechste war ja dann, dass sie quasi dann im Facebook immer noch so geschrieben hat, ja, loggt euch alle, macht sie nur ein, wir wollen den Rekord brechen. Und ich so vor dem Bildschirm, ja, wie denn? Ich war seit 2 Stunden. Oh, ich habe mich gerade voll an Zeitzeug geschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört. Naja, und dann die Sache mit der Imperial Edition, aber ich glaube, darüber reden wir dann beim nächsten Mal, denn die 20 Minuten sind wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr keine Folge in Zukunft verpassen wollt, dann drückt den Abo-Button unten da irgendwo, ihr findet es schon, ihr kennt euch aus. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal, macht's gut, bis dahin, Servus!